dann hier einfach so rum? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren spannenden Folge. Morgen hat meine kleine Norbert Geburtstag. The Witcher 3 White Hunt. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Wer hebt einen Hund mit dir? Wer? Möge deine Axt nie zerbrechen. Lass mich hier mal, da war das ein bisschen unschön. So. Krach. Ich sag's dir, Geralt. Seit du und Hjalmar den Eisriesen besiegt habt, sehe ich dich als einen der unsrigen. Sehe ich wie ein Skelliger aus? Du hast das Herz eines Ankret. Königin Ceres, was denkst du? Deine Tochter, die erste Herrscherin von Skellige. Sie wird eine gute Königin. Sie weiß, was sie will. Ja, und was will sie? Die Clans von Skellige vereinigen. Eine schwere Aufgabe, aber Ceres ist stur. Sie denkt also langfristig. Meinst du, sie schafft es? Sie hat einen mächtigen Verbündeten, mich. Was Neues vom Massaker beim Fest? Das Massaker bei dem Fest. Gibt es dazu was Neues? Dank dir und Ceres wissen wir, wer es war. Das reicht mir. Ihr versucht nicht, die Berserker zu fangen? Die waren doch nur Werkzeug, Wolf. Ich will lieber die Schwerthand abschlagen, als nur den Stahl zu zerbrechen. Klingt vernünftig. Wie ist die Situation in den Inseln? Was gibt es Neues auf Skellige? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem Segel. Bisher konnten wir noch keinen gefangen nehmen. Aber nur ein Idiot würde nicht merken, dass sie was planen. Ich brauche aber deine Hilfe im Kampf gegen die wilde Jagd. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen bitten. Worum geht es, mein Freund? Ciri. Ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Kaer Morhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen, würde Wochen dauern. Die Inseln wären Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Leb wohl. Warte. Ich lass dich nicht mit leeren Händen gehen. Ich werde helfen, so gut ich kann. Komm mit. Okay. Wunderschöne Handwerkskunst. Du hast einen talentierten Schmied. Nicht ich. König Erlend Ankret. Erlend Steinfaust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet, in Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Ankret. Und jetzt gehört sie dir. Ich danke dir. Danke. Das ist bestimmt nicht leicht für dich. Umso mehr weiß ich es zu schätzen. Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Genau das habe ich vor. Leb wohl. Okay. Wir haben es ihm gezeigt. Haben den Bauch aufgeschlitten. Der. Und ihn um einen Baum rennen lassen, bis die Leine alle war. Winterklinge? Die Winterklinge, da können wir doch mal was Gutes reinhauen hier. Ne, das kann man mal machen. Die Gedärme, mein
Nur jetzt mit Ceres reden. Und Ceres sollte hier unter uns sein. Noch mehr Ärger? Da geht's nach oben. Muss ich nach außen gehen? Pass bloß auf, Rem. Bis Chalma ihm schließlich den Schädel nach. Er gefallen steht Herr. Wo ist Ceres? Wo ist Ceres? Haben sie dir den Arsch schon mit Honig eingeschmiert, Held? Kannst du mit mir, Kumpel? Der sagt ja nach oben. Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels. Soll ich vielleicht nach oben, ich nach oben, ich nach oben. Diese Tischmesser taugen okay. Höchstens. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein Schwager bloß. Da ist er. Moin. Eure königliche Majestät, könnte ich euch kurz sprechen? Lass das, Geralt. Ich bin dasselbe Mädchen wie früher. Außer dem Titel hat sich nichts geändert. Wie fühlt es sich so an? Wie fühlt sich das Herrschen an? Machen dir die Jarls Schwierigkeiten? Sie sind alle sehr verständnisvoll. Sie scheinen an mich zu glauben. Außer Logos natürlich. Hast du versucht, mit ihm zu reden? Du könntest ihn überzeugen. Da bin ich mir nicht so sicher. Er ist noch dickköpfiger als mein Vater. Aber ich werde es versuchen. Okay. Tut mir leid, dass ich dich jetzt ein bisschen beim Herrschen unterbrechen muss, aber... Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Noch nicht, aber fast. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zaar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Morhen bringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Unmöglich. Aber ich kann dir meinen besten Krieger mitgeben. Chalmar! Denkst du, er wird mitkommen? Ganz sicher. Ich glaube, er wird sich sehr freuen. Du kennst ihn doch. Ja. Ich glaube schon. Danke. Er wird sehr tapfer sein. Und hoffentlich auch hilfreich. Viel Glück. Dankeschön. Sprich mit Chalmar. Abend in der Taverne. Blau wie ein Boot. Nee, jo, was geht? Wie steht's, Geralt? Planst du noch eine Reise? Klar, der Eisriese war nur der Anfang. Außerdem sagen schon alle möglichen Trottel, so groß wäre er gar nicht gewesen. Und was ist mit den Leuten von Undvik? Ihr wolltet ihnen doch helfen, zurückzukehren und Urskar wieder aufzubauen. Ceres wird sich schon darum kümmern. Du und Ciri, ihr seid zusammen aufgewachsen. Du und Ciri, ihr seid doch zusammen aufgewachsen, zumindest teilweise. Ja, sie hat ihre halbe Kindheit auf den Inseln verbracht. Ist mir immer nachgelaufen. Ein dürres Ding war sie. Aber ihre Sprünge beim Eislaufen, die hat ja keiner nachgemacht. Einmal habe ich es versucht, da habe ich mir den Mund an einem Felsen aufgeschlagen. Und dann seid ihr zu Krach gelaufen und habt verkündet, ihr wolltet heiraten. Das hast du gehört? Ja, wir waren beide 12 Winter alt. Aber mein Papa hat mir die romantischen Fantasien aus dem Kopf geprügelt. Möchte wissen, wie es wäre, ihr jetzt zu begegnen. Das lässt sich herausfinden. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen angreifen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Erscheinungen am Tor der Hexerfestung? Du bist ein Freund des Clans. Ich kann deine Bitte nicht ablehnen. Umso mehr, da keiner der Ankraits je gegen so einen Feind gekämpft hat. Ich komme sofort mit. Danke. Das werde ich nie vergessen. Sehr schön. Dann haben wir ihn auch auf unserer Seite. Haben sie nicht zu viele Leute gekriegt? Aber ich werde ihn im Auge behalten. Wir haben jetzt nur Schwert. Das hast du schon erzählt. Mir fehlt jetzt nur Moisek. Auf Abenteuer aus, du dieses Gewäsch überbraten. Mach mich nicht. Ich will jetzt nur gerne wissen, wo der ist. Der wird wahrscheinlich unten bei den Ruinen irgendwo sein, ne?
Ja. Habe ich mir schon fast gedacht. Kümmer dich um deinen Kram. Erscheint ein Gegenstand glühend, ist er vermutlich einen zweiten Blick wert. Das wissen wir schon. Heiß. So, Moisek. Du alter Ganove, komm mal her. Muss ich hier diese komische Hobbit-Höhle. Hier ist er ja. Können wir reden? Ich sollte dir erzählen, was auf Chandas Fall passiert. Jan und ich sind nach Hindarsfjall gefahren. Oh, habt ihr was erfahren? Ciri ist in Lofoten gewesen. Sie war verwundet, als sie ankam. Die Dörfler haben sie gesund gepflegt. Leider war ihr die wilde Jagd auf den Fersen und überfiel das Dorf. Ciri konnte fliehen, aber die Dörfler... Ich weiß. Du musst nicht weiterreden. Ich habe mit ein paar Überlebenden geredet. Es reicht mir zu wissen, dass Ciri glücklicherweise entkommen konnte. Bestimmt findest du sie bald. Tatsächlich weiß ich, wo sie ist. Was hältst du vom neuen Herrscher von Skellige? Was halten die Druiden vom neuen Herrscher von Skellige? Ankret-Blut ist gutes Blut. Und doch ist Ceres die erste Frau, die Skellige regiert. Nicht alle sind darüber erfreut? Es gibt in Skellige 7 Clans. Jeder wünscht sich einen König aus seinen Reihen. Aber Ceres macht das schon. Sie ist nicht so impulsiv wie Chalma. Denkt zuerst, handelt dann. Und mit Krach als Ratgeber hat sie beste Chancen, eine gute Königin zu werden. Okay, ich brauche deine Hilfe im Kampf gegen die wilde Jagd. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen bald angreifen. Ich brauche deine Hilfe. Die wilde Jagd? Bist du sicher? Dann weißt du, wo Ciri ist? Ja, ich weiß es. Und die wilde Jagd wird es auch wissen, sobald ich sie gefunden habe. Verstehe. Ich werde sofort packen und spätestens morgen aufbrechen. Danke. Keine Ursache. Ich habe das Mädchen großgezogen und bin ihr immer noch verpflichtet. Wir sehen uns in Kaer Morhen. Okay, dann habe ich jetzt soweit alle Verbündeten zusammen, oder? Gib dich auf ein Boot. Volles Haus. Our house. In the middle of the street. My house. So. Schön, dass wir das alles klären konnten. Jetzt ist halt die Frage, wo schickt mich eigentlich hin? Ganz auf die andere Seite. Ja gut. Ich hole mal eben kurz Plätze. Weiß, seltenes Erlebnis. Aber heute mache ich es ausnahmsweise mal. Und genau deswegen wollte ich nicht mit Plätze reiten. Der ist ja aus dem Zirkus entflohen. Oder sie oder es. Komm, geh doch mal. Mann, Plätze. In the middle of this Platz, das ist eh. Weiter so Plätze. Na, nicht so Plätze. Wir reiten mal die Wegchen lang. Können Plätze auch ein bisschen Ausdauer regenerieren. Jetzt weiter.
Wobei wir können den Weg eigentlich weiter lang reiten. Das ist kein Ding. Oh! Wo willst du hin? Wer ist das? So. Was kannst du jetzt nicht tun? Ist mir egal. Ich tue es einfach. Reise zur Nebelinsel. Puff. Hallo? Boot, fahre. Irgendwas ist da im Weg. My home, in the middle of the street, my home. Runterbläst er. Irgendwie ziemlich ruhig. Ach. Geht weg. Keiner will euch. Schon über 17 Minuten. Frage ist, wie weit müssen wir überhaupt fahren? Ja, schon wieder. Jetzt nicht durch. Ich glaube, ist da rum. Ich hoffe mal. Jetzt eigentlich auch hier hätten wir vom Leuchtturm aus starten können. Hat uns wohl ein bisschen Zeit gespart. Okay, da komme ich nicht durch. Hallo, was ist das Steuer los? Hier unten war doch irgendwo ein Boot angelegt, oder nicht? Wenn ich mich richtig entsinne. Tote mit Tote. Hier hinten. Maha. Egal. Unser Schiff hier vorne. Hm.
dann geht's los. Oh, wobei wir hier gerade auf dem Weg sind, ne? Nehmen wir das mal eben schnell mit. Das war's auch schon? Anscheinend. Na komm. Und tschüss. Und tschüss. Die mir hier auch einen Sound. Hallo, ich will fahren. Danke. Und weiter geht's. Ich will ja selber wissen, wie es weitergeht. Ich bin jetzt gerade echt Story-Schlampe. Entschuldigung. Ich will das jetzt so sagen, aber ich bin eine Story-Schlampe gerade. Müssen wir eigentlich hin? Nach vorne müssen wir hin. Okay. Können wir auch eben schnell reisen. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Und los geht's. Param 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 param. Ich weiß, die Schiffsfahrten sind nämlich jetzt gerade das Beste, was man machen kann. Ich bin auch ein bisschen ruhig, weil ich bin gerade extrem gespannt auf das, was jetzt nächstes kommt. Wie gesagt, ich habe hier noch nicht spoilern lassen und so weiter. Gerade so affin, ich will wissen, wie es weitergeht. Das ist. Du näherst dich an zentralen Punkt der Spielgeschichte und solltest den Spielstand jetzt manuell speichern. Okay. Dann machen wir. Zack. Wobei, nee, komm. Wir hauen die Familienangelegenheiten weg. Nach der Reise zur Nebelinsel sind einige Nebenquests nicht mehr verfügbar. Empfohlene Charakterstufe mindestens 22. Okay, machen wir. Fest gescheitert, Kabarett. Aha. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als Griff, in der nächsten Folge. Doch Jennifer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt.